Ja, willkommen zu Baphomets Fluch. Ja, wir sind bei Teil 9 angekommen. Und wir gehen erst nochmal zum Museum. Weil schließlich ist das Dreibein ein sehr wichtiges Teil und wir wollen doch schauen, dass wir das irgendwie bekommen. Also sputen wir, bevor das Museum zumacht, schnell dahin. Und überlegen uns, ob wir denn irgendwie klauen können. Oder ausleihen, oder keine Ahnung. Sie sind sehr spät dran, Monsieur. Spät? Was meinen Sie damit? Naja, ich werde das Museum sehr bald schließen. Es würde Ihnen nicht gefallen, hier eingeschlossen zu werden, das kann ich Ihnen sagen. Nicht in dieser Abteilung. Warum nicht? Sie ist verhext, Monsieur. Sie glauben doch nicht etwa an Gespenster, oder? Und ob ich das tue? Vor 7 Jahren hat sich hier mal ein Junge versteckt. Hat wahrscheinlich mit seinen Freunden gewettet oder sowas. Als ich ihn am Morgen fand, war er kalt wie Eis und steif wie ein Brett. Woran ist er gestorben? Sie sagten, es wäre ein Gehirntumor. Aber sein Gesicht zeigte einen Ausdruck von derartig absolutem, totalem Entsetzen, wie ich es noch nie gesehen hatte. Gruselig. Ja, wahrscheinlich hatte der junge Verwandte in Loch Mar und da fehlte so ein kleines Chromosom. Ich dachte, die Ureinwohner von Paris wären ein Stamm gewesen, der als Parisii bekannt war. Das ist richtig, Monsieur. Waren berühmt für ihre Töpfe. Sehen Sie, in jenen Tagen besaßen die Leute nicht sehr viel. Ein paar Feuersteine, ein paar Tierhäute, vielleicht auch mal einen Knochen oder zwei. Und dann, als die Parisi mit ihren Pötten auftauchten, wollte natürlich jeder einen haben. Ich nehme an, dass das so eine Art Kaufrausch ausgelöst haben muss. Oh, oui, Sie haben den Markt total leer gefegt. Interessant, diese Paris. Vielen und Dank Töpfe, für Ihre Hilfe. Aber im Moment interessiert uns das nicht so. Ich schau mal da mal hier rein. Ich versuche, die gläserne Abdeckung der Vitrine hochzuheben, aber sie rührt sich nicht. Und bleibe mal stehen, weil wir wollen nämlich das Fenster aufmachen. Verzeihung. Ah. Oui, Monsieur. Was können Sie mir über die Münzsammlung erzählen? Seltene Silbermünzen aus der Regierungszeit von Philipp dem Schönen. Dieser kleine Schatz lag jahrhundertelang in einem Feld vor den Toren von Paris vergraben. Die Münzen sind einmalig. In ganz Europa wurde nichts Ähnliches gefunden. Wer war Philipp der Schöne? Das wissen Sie nicht. Philipp der Vierte, König von Frankreich. War das nicht der Typ, der die Tempelritter ausradiert hat? Keinen blassen Schimmer, Monsieur. Ich weiß nur, dass er König von Frankreich war. Ich weiß noch nicht mal, warum er Philipp der Schöne hieß. Wahrscheinlich war es Karl der Große. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ja, wir wollten das Fenster aufmachen. Jetzt habe ich doch versehentlich auf den Pförtner geklickt. Hoffentlich gelingt's. Der Stab dreht sich wie geölt und das Fenster über mir öffnet sich. Ja, das ist nämlich ein Ablenkungsmanöver und wir wollen uns hier irgendwo verstecken. Was bietet sich an? Der Sarkophag bietet sich an. Ich hoffe, der Timing klappt jetzt. Okay. George, geh rein. Pförtner macht zu. George ist weg. Und schon kann das Museum schließen. Zeit zu gehen. Zeit zu gehen. Wir schließen jetzt, Monsieur Lobineau. Schon? Der Tag hat einfach nicht genug Stunden. Mehr als genug für mich. Ich kann es gar nicht erwarten, nach Hause zu kommen und die Füße hochzulegen. Eh bien, dann bis morgen. Gute Nacht, Monsieur. Ja, und jetzt erleben wir eine Nacht im Museum. Hoffentlich wird es nicht so gruselig. Ein paar Minuten später. Oh, ich denke, das müsste heißen, ein paar Stunden. Der Mond ist aufgegangen. Okay. Oh, Guido. Ach, die sind ja auch beauftragt worden. Vom Marquis. Das Ding zu klauen. Hey, Guido, guck dir das an. Hör mit dem Blödsinn auf, du Idiot. Schieb deinen Arsch hier rüber und bring die Taschenlampe mit. Oh, oh.
Ja, George, mach was. Aktion. Was zum... Wer ist da? Los, nix wie raus hier. Ich hab doch schon geklickt. Ja. Oh, das Ding voll auf die Fresse. Oh, oh, George auf die Fresse. Mann, George. Ja, das steht wirklich auf dem Bein. Was ist hier los? Oh, Catwoman. Puff, flapp. Guido. Das hat ja ausgeschaut wie Nico, ne? Ja, das und als ich aufwachte, war ich auf der Polizeistation. Glücklicherweise konnte ich Rosso davon überzeugen, dass ich unschuldig war. Armer George. Was für eine Schweinerei. Ich habe alles vermasselt. Glaube ich nicht. Du hast gute Arbeit geleistet, indem du die beiden Gauner abgelenkt hast. Ja, aber der Killer ist mit dem Dreibein entkommen. Nein, ist er nicht. Er ist nicht der Einzige, der sich verkleiden kann. Du meinst... Tada! Du hast das Dreibein gestohlen? Nico. Zum Teufel, Nico, ich hätte erschossen werden können. Diese Trottel hätten sich wahrscheinlich an die eigenen Füße geschossen. Ich wünschte, du hättest mir von deinem Plan erzählt. Wir stecken alle beide da drin. Und wieso hast du dich wie eine Pantomimenkatze verkleidet? Sei jetzt bitte nicht eingeschnappt, Georgie. Ah, Mist. Und nenn mich nicht Georgie. Ich dachte, du würdest dich freuen. Schließlich haben wir das Dreibein. Möchtest du nicht versuchen, den Edelstein auf das Dreibein zu legen? Ich denke, ja. Oh, das passt bestimmt. Georgie? Guck mal hin. Nichts passiert. Ja. Der Edelstein passt genau, aber was beweist das? Ja, da muss man am richtigen Ort sein, denke ich. Zum richtigen Zeitpunkt am Vielleicht richtigen Ort. Vielleicht muss das Dreibein an einem bestimmten Ort stehen. Ja. Im Manuskript gibt es keinen Hinweis, wo das sein könnte, oder? Montfonso? Oh, übrigens, André Lobineau hat mich besucht. Oh ja, es macht dir doch nichts aus, dass ich ihm deine Adresse gegeben habe. Keineswegs, es war schön, ihn wiederzusehen. Er ist fast übergeschnappt, als ich ihm die Schriftrolle gezeigt habe. Es passiert nicht oft, dass er sich so aufregt. Er hat das Ritterwappen abgemalt, um es mit ins Museum zu nehmen. Ich hoffe, er hat die Familie ausfindig gemacht, die das Wappen trägt. Das hoffe ich auch. Oh, die ganze Liste wieder. Mal von Hashi Ashin gehört? Nein. Marquet sagte, sie wären sein größter Feind. Sein größter Feind war der falsche Arzt. Erinnere mich bloß nicht daran, der Typ war bösartig. Er hatte einen wilden, starren Blick wie ein toter Fisch. Ich werde keinem Arzt mehr trauen. Ich schon lange nicht. Glaubst du, der Mörder war für den Tod von Marquet verantwortlich? Das glaube ich nicht. Er hätte ihn schon das erste Mal erledigen können. Außerdem hätte Marquet ihn erkannt. Er war bis oben hin mit Beruhigungsmitteln vollgepumpt. Er hätte nicht mal mehr die vier Reiter der Apokalypse erkannt, ohne dass sie sich vorgestellt hätten. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Ja, nur ganz kurz. Hier sehen wir die Tempelritter. Hier sehen wir das Dreibein. Hier ein Ritter. Und hier die Frau, die die drei Gesichter sieht. Wer war das schon wieder? Eine Frau sieht in den Spiegel in ihr Spiegelbild. Aber das zeigt drei scheußliche Gesichter. Okay. Das ist das Dreibein, das wir im Museum ausgeborgt haben. Ach, ausgeborgt heißt es jetzt. Auf der Schriftrolle des Ritters steht ein Satz in Latein. Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. Ja, guck hier, sehen wir auch einen Sonnenstrahl. Wir brauchen da irgendwas, was dann erscheint irgendwie. Hast du noch etwas über die Templer herausgefunden? Ja, habe ich. Der Bursche, der für ihren Niedergang verantwortlich war, hieß Philipp IV., König von Frankreich. Philipp der Schöne. Auch als Philipp der Schöne bekannt. Genau. Ich habe von ihm gehört. Nun, er ging in die Geschichte als Philipp der Gerechte ein, aber ich bezweifle, dass die Templer ihn so nannten. André kann dir sicherlich alles darüber erzählen. Okay. Ich muss gehen. Schon? Du bist doch eben erst angekommen. Okay, dann bleib ich. Die Zeit und die Gezeiten warten auf niemanden. Okay, ich sehe dich später. Ach, ich hätte noch mal schön Kaffee trinken können, aber okay. Wollen wir noch mal ins Museum gehen, zum kurzen Abstecher? Und dann machen wir eine längere Reise. Erstmal zum Museum. Mal Entschuldigung zum alten Dreh sagen. Die Blumenfrau, die lassen wir allein. Da können wir jedes Mal mit reden, aber es, außer dass die Zeit vorbeigeht, passiert ja nicht viel. Wir könnten wegfliegen, aber erstmal gehen wir zum Museum Krun. Thank you.
Nein, nicht mit dem Pförtner reden. Mit André Lovino. Hi, André. Hallo, George. Warum machen Sie so ein langes Gesicht? Haben Sie es denn noch nicht gehört? Das Dreibein wurde gestohlen. Sie machen Witze. Ich verstehe das einfach nicht. So viele andere Schätze und die Diebe haben sich das Dreibein ausgesucht. Ein moderner Alchemist vielleicht? Wer weiß, in Paris laufen genügend Verrückte herum. Hey, ich habe Nicoles Wohnung einen Besuch abgestattet. Ja, sie hat mir von ihrem Besuch erzählt. Mann, oh Mann, das ist ein Fang, Georgie Boy. Georgie Boy. Sowas habe ich nicht erwartet, sowas so sexy. Ich hoffe, Sie sprechen von der Schriftrolle. Mary, natürlich. Ja, ich hatte angenommen, André wüsste von unseren Eskapaden, da der George ja auch auf der Polizei war. Aber anscheinend weiß er nicht Bescheid und ja, wer sind wir? Wir wollen ja nicht alles erzählen. Was können Sie mir über Philipp den Schönen sagen? Er ist für die Ausrottung der Tempelritter verantwortlich. Das weiß ich. Warum wollte Philipp sie so unbedingt loswerden? Hauptsächlich, weil er ihren Schatz in seine Hände kriegen wollte. Er hatte enorme Schulden und musste irgendwie seinen ewigen Krieg gegen England finanzieren. Das Problem war, dass die Tempelritter einen äußerst hoch angesehenen heiligen Orden bildeten. Okay. Wenn die Templer so mächtig waren, wie hat es dieser Typ Philipp dann geschafft, sie auszulöschen? Durch schmutzige, unehrenhafte Mittel natürlich. Der Papst war Clemens V., ein Franzose. Franzose, ja? So ein Zufall. Und wie praktisch für Philipp. Zufall hatte damit nichts zu tun. Er war Philipps Marionette, eingesetzt, um seinen politischen Ambitionen zu dienen. Philipp wollte den Reichtum der Templer und benutzte Clemens, ihn zu bekommen. Ja, was hat er gemacht, der Papst? Was hatte Philipp geplant? Was ist passiert? Versiegelte Befehle wurden in ganz Frankreich ausgesandt, die erst an einem bestimmten Tag geöffnet werden sollten. Dieser Tag war Freitag, der 13. Juli. Das ist der Ursprung des Aberglaubens, der dieses Datum umgibt. Im Morgengrauen wurden in ganz Frankreich die Templer verhaftet. Es war die größte Razzia in der Geschichte der Welt. Oh, cool. Da muss man mal mehr überfahren, aber nicht in diesem Game. Was passierte mit den Templern, nachdem sie festgesetzt wurden? Philipp wollte Blut sehen, also übergab er die Templer der Inquisition. Es ist nicht sehr überraschend, dass sie eine ganze Latte sensationeller und schrecklicher Gotteslästerungen gestanden. Wie was zum Beispiel? Och, die Sorte Zeugs, über die man in der Regenbogenpresse liest. Teufelsanbetung, abartige Sexualpraktiken, Anspucken des Heiligen Kreuzes, sowas eben. Das dürfte ihren Verteidigern ganz schönes Kopfzerbrechen bereitet haben. Egal, ob die Beschuldigungen wahr waren oder nicht. Gute Publicity war das jedenfalls nicht. Die meisten Anschuldigungen waren wahrscheinlich eiskalte Lügen, aber die Templer kamen dadurch ganz schön ins Schwitzen. Hunderte von ihnen wurden der Ketzerei für schuldig befunden und auf dem Scheiterhaufen gegrillt. Sie beteuerten bis zum Ende ihre Unschuld. Ja, das waren noch Zeiten, in denen man lieber nicht wohnen wollte. Aber Philipp hatte doch ganz sicher keinerlei Beweise für seine Anschuldigungen gegen die Templer. Unter der Folter gesteht ein Mann alles, egal was. Die Inquisition fabrizierte einen unsinnigen Dämon, den sie Baphomet nannte, und sagte ihren Opfern dann, das sei es, was sie verehren würden. Aber da mussten die doch nicht mitmachen. Die Aufzeichnungen zeigen einen Templer, dessen Füße beide weggebrannt waren, als er vor Gericht erschien. Was würden Sie alles gestehen bei einer solchen Folter? Alles. Es ist also keine Wahrheit an dem, was diese ganzen Baphomet-Anschuldigungen angeht. Nicht ein Fünkchen, fast jedes Opfer beschrieb das Götzenbild anders. Nein, Baphomet existierte lediglich in den kranken Hirnen der Inquisitoren. Ja, und so wurde ein Baphomet geboren. Philipp hat also den Schatz der Templer gestohlen, richtig? Oh nein, die waren ja nicht dumm. Die Truppen des Königs marschierten erst zum Tempel von Paris und dann zum Heimathafen der Templer, nach La Rochelle. Es gab keine Spur von dem Schatz und die Flotte der Tempelritter war in See gestochen. So ein Pech. Haben Sie mal etwas von den Haschaschinen gehört? Wieso? Ja, das war eine radikale Muslimsekte, deren Namen zum Synonym für Mord wurde. Sie entstand in Persien im 11. Jahrhundert, kurz vor den Kreuzzügen. Ungefähr zur gleichen Zeit wie die Templer. Ja, sie haben den romanischen Sprachen ein neues Wort beschert. Assassini, die Meuchelmörder. Nee. Wie sind die Assassini zu ihrem Namen gekommen? Das kommt von der Legende, die ihre geheimnisvollen Initiierungsriten umgibt.
Einem jungen Mann, der in die Sekte eintreten wollte, wurde Haschisch gegeben, bis er ins Reich der Träume trieb. Ach, wenn er erwachte, befand er sich in einem wundervollen Garten mit allem, was man sich nur wünschen konnte. Das frischeste Wasser, das köstlichste Essen, das ausgesuchteste Hasch und die wunderbarsten Frauen. Cool. Da will ich auch Haben hin. Sie die Adresse? Ich will dahin. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Diesen Vorgeschmack des Paradieses gab es nicht umsonst. Hätte ich mir denken können. Am nächsten Tag erwachte der junge Mann wieder in seiner normalen Welt. Ihm wurde gesagt, dass er einen Blick in den Himmel werfen durfte, der für die heiligen Märtyrer reserviert war. Ein Himmel, den er für den Rest der Ewigkeit genießen dürfe, wenn er sich den Haschaschin anschließen würde. Ja, machen wir doch sofort. Was machten die Haschaschin? Nun ja, wie ich bereits erklärt habe, waren die neuen Rekruten mehr als bereit, für die Sache zu sterben. Ihnen wurde beigebracht, wie man Dolch, Gift und Verkleidungen benutzt. Dann benannte der Großmeister der Sekte einen Feind Alas. Und sie setzten alles daran, diesen Feind zu eliminieren. Sie haben es erfasst. Sie kannten keine Angst und brachten den Tod. Existiert dieser Haschaschin-Kult noch immer? Schauen Sie sich in der Welt von heute um und dann geben Sie mir die Antwort. Ja, leider. Die existiert und die Macht wird immer größer. Aber das ist auch ein anderes Problem. Was meinen Sie zu der Handschrift? Sie dürfte auf die Zeit der Kreuzzüge zurückgehen. Das haben wir uns auch gedacht, wegen des Templersiegels. Es ist eine Bildergeschichte, wie die modernen Comics. Was erzählt die Geschichte in der Schriftrolle? Das weiß ich nicht. Sie wurde wahrscheinlich für den Touristenmarkt gemacht. Touristen? Oh ja, Pilger, tausende davon auf ihrem Weg nach Jerusalem. Das Geschäft mit dem Tourismus ist nichts Neues, wissen Sie. Das gab's schon seit Hunderten von Jahren. Angefangen mit Josua, der sich mit dem Verkauf von Steinen aus den Mauern von Jericho eine goldene Nase verdient hat. Ja, und die Mauer war auch entsorgt. Wunderbar. Ja, das ist also ein touristisches Andenken. Ja, nochmal. Haben Sie ein paar der Bilder aus der Schriftrolle entschlüsselt? Es gibt nicht viel, woran ich mich halten könnte. Die Schlachtung des Stiers könnte ein Hinweis auf Mithras sein. Wer ist das? Ein persischer Gott. Fast so populär wie Christus damals. Das Einzige, worüber ich mir sicher bin, ist der Ritter. Er ist Spanier. Woher wissen Sie das? Die Aufschrift auf dem Schild, der Hinweis auf Ave Maria. Kein nordeuropäischer Ritter, der etwas auf sich hielt, hätte so ein Wappen getragen. Können Sie das Wappen des Ritters identifizieren? Das habe ich schon, George. Oh. Er ist ein Mitglied der Familie des Vasconcelos von der Costa Calida. Waren Sie berühmt? Nein, nach dem 15. Jahrhundert tauchen Sie nirgendwo mehr auf. Oh. Das Rad der Geschichte bewegt sich weiter. Sie sind vermutlich seit langem ausgestorben. Den können wir noch auf den Grund gehen. Glauben Sie, die Schriftrolle könnte eine Karte zu einem Templerschatz sein? Ehrlich gesagt, nein. Das ist zu weit hergeholt. Sie ist ein interessanter und seltener Fund, aber das ist auch schon alles. Aber wäre das nicht toll, wenn es sich um eine Karte handeln würde? Der Schatz der Tempelritter. Eine wunderbar romantische Vorstellung, George. Aber extrem unwahrscheinlich. Okay, vielleicht... Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Müssen wir Keine nach Ursache. Spanien? Zu der Fila del... keine Ahnung. Mal schauen, ob wir da hin können. Dann packen wir die... paar Klamotten ein. Und genießen hoffentlich das schöne Wetter in Spanien. Jawohl, auf geht's. Fila de Vasconcelos. Lochmann wollen wir nicht. Können wir auch gar nicht mehr. Guck. Aha, Paris sind wir schon. Gehen wir nach Spanien. Oh, schaut aus wie ein Weingut. Ave Maria, Granta, das war das Wappen. Wo ist die Hand? Oh, ein Gärtner, wollen wir erstmal nachfragen? Hallo? Hi, ist dies das Haus der Familie de Vasconcelos? Oh, seht ihr, ein Regenbogen? Wer will das wissen?
Ich hatte das deutliche Gefühl, dieser alte Stinkstiefel würde Ärger machen. Ich heiße George Stobbart. Ich habe mich gefragt, ob... Das Haus ist nicht für den Publikumsverkehr geöffnet. Ist das hier das Haus der Vasconcellos? Und was geht Sie das an, Senor? Hören Sie, ich möchte doch nur einmal mit dem Haushaltsvorstand sprechen. Es gibt hier keinen Haushalt. Nur die Gräfin und mich. Okay, dann erzähl mal über die Gräfin. Erzählen Sie mir doch etwas über die Gräfin de Vasconcellos. Sie empfängt keine Gäste. Das ist alles, was Sie wissen müssen. Sie wissen doch noch nicht einmal, worüber ich mich mit ihr unterhalten will. Sie hat ja wohl kaum in der Lotterie gewonnen, oder? Doch, doch, sie hat gewonnen. Nee, wir sagen ja nicht. Nein, sie hat nicht in der Lotterie gewonnen. Ein etwas gewitzterer Mann hätte jetzt behaupten können, dass sie gewonnen habe. Oh ja, sicher. Hätte er was? Hätte er tun können. Und dieser gewitztere Mann wäre dann vom Grundstück vertrieben worden. Die Gräfin spielt nicht in der Lotterie. Oh, wie gut, dass wir ehrlich geblieben sind. Vielleicht weiß er ja irgendwas von den Templer. Was wissen Sie über die Tempelritter? Wer will das wissen? Spekulieren Sie auf eine kleine Bestechung oder sowas? Es gibt nichts, was Sie mir bieten könnten, Senor. Außer dem Vergnügen Ihrer Abwesenheit. Der Typ schirmte die Gräfin offenbar vor der ganzen Welt ab. Aber warum? Ah, ich denke, wir müssen ihn... Okay, naja, wir sehen uns. Adios. Ich denke, wir müssen den irgendwie ablenken. Geh einfach mal in die Richtung. Mal schauen, was er macht. Guck mal den Regenbogen, wenn er das Wasser... Genau hier jetzt, ja. Habt ihr es gesehen? Ach ja, warte, Moment. Können wir nicht das Wasser abklemmen hier? Können wir da rein? Nee, bestimmt nicht. Was haben wir hier noch? Gehen wir mal die Sache auf den Grund. Mir widerstrebt der Gedanke, 30 Meter Gartenschlauch mit mir herumzuschleppen, also lasse ich ihn einfach liegen. Können wir was miteinander verknüpfen? Das Blutdruckmessgerät mit dem Schlauch? Außer war. Dann pumpen wir mal auf. Oh, zeitverzögernd. Wunderbar. Mein Schlauch hat aufgehört zu spritzen. Oh, wirklich? Mein Schlauch hat noch nie aufgehört zu spritzen. Naja, tut mir leid, das zu hören. Es ist immer etwas traurig, wenn eine alte Tradition endet. Hatten Sie etwas damit zu tun? Ich? Ja, Sie. Ich? Also, ich bin schockiert. Ich bin zu Stein erstarrt. Wie können Sie so etwas nur denken? Ganz leicht, Senor, ganz leicht. Ich werde jetzt herausfinden, warum mein Schlauch aufgehört hat zu spritzen. Und dazu werde ich in das Haus gehen. Sie jedoch werden keinen Fuß in das Haus setzen. Denn wenn Sie das täten, würde ich ja die Hunde auf Sie hetzen. Stinkende, bellende Köter. Ich hasse Hunde. Bellen einen die Ohren voll. Okay, George, rein, hopp. Können wir nach oben? Nee. Fenster. Oh Gott, George, du wirkst ja wie ein gebrechlicher alter Mann. Wir verstecken uns mal hinter der Rüstung. Hoffentlich macht er ihn nicht kaputt. Die Rüstung hat etwa meine Größe. Ich stelle mir kurz vor, wie ich sie anlege und dann losdröhne, die Gräfin besuchen, während der Gärtner hilflos außen dran hängt und versucht, mich aufzuhalten. Ja, abgesehen davon, dass er dämlich und undurchführbar ist, wäre das ein prima Plan. Ja, die Hunde können ihm auch nichts. Auf, versteck dich. Die Rüstung hat etwa meine Größe. Ich stelle mir kurz vor, wie ich sie anlege und dann losdröhne, die Gräfin besuchen, während der Gärtner hilflos außen dran hängt und versucht, mich aufzuhalten. Abgesehen davon, dass er dämlich und undurchführbar ist, wäre das ein prima Plan. Kann ich vielleicht gleich hoch? Ich habe gedacht, der muss da irgendwas machen und ich kann hoch. Ach, hey, sieh da, auf der Treppe! Ups. Ich weiß, wie das aussehen muss, aber... Schauen Sie, Senor, alles, was ich will, ist ein friedliches Leben. Ein Leben, in dem keine verrückten, einbrechenden Ausländer vorkommen. Sie verstehen?
Hören Sie, ich wollte ja nur die Toilette benutzen. Gehen Sie jetzt, bitte! Okay, ich gehe ja schon. Kriege ich noch eine zweite Chance? Oh Mann. Muss man das wieder abmachen? Ja, bringt auch nichts. Ja, vielleicht können wir dann hier hin. Biegen wir schnell ab. Falsch. Verstecken wir uns nochmal. Ich verstecke mich hinter der Rüstung und warte ab, was sich ergibt. Hey, sieh da! Nix, er sieht uns nicht. Ich weiß, dass Sie da sind, Amerikaner. Er sieht uns nicht, nicht bewegen. In Ordnung, ihr Hunde, ich komme. Ja, der Trick funktioniert immer, einfach die Augen zumachen und denken, wenn ich ihn nicht sehe, dann sieht er mich auch nicht. Und jetzt husch mal hoch zu der Gräfin. Okay, George, hast du gut gemacht. Oh, España! Señorita! Madre Dios, wer sind Sie? Ich heiße George Stobbart. Es tut mir leid, dass ich hier so reinplatze. Verlassen Sie sofort mein Haus. Sie sind hier unerwünscht. Bitte, hören Sie mir nur eine Minute zu. In Ordnung. Sagen Sie, was Sie zu sagen haben, Senor Stobbart. Es hat eine ganze Reihe von Morden gegeben. Sie sind Teil einer Verschwörung. Auf jeden Fall hat mich die Spur hierher geführt. Hierher? Hier gibt es nichts, was die Welt da draußen interessieren könnte. Vor mehr als 600 Jahren gab es aber etwas. Was soll das heißen? Diese ganze Angelegenheit ist irgendwie mit den Tempelrittern verknüpft. Die Tempelritter sind nur noch Staub. Sie hatten ein Geheimnis, das so wichtig war, dass sie sich sehr viel Mühe gegeben haben, es zu verbergen. Ich verstehe nicht ganz, was das mit meiner Familie zu tun hat. Ihre Familie hatte doch eine enge Verbindung zu den Tempelrittern, nicht wahr? Ich glaube, Sie haben hier irgendwo einen Hinweis versteckt. Warum sollte ich einem völlig Fremden vertrauen, der in mein Haus eindringt? Ich möchte mich ja nur umschauen, wenn ich nichts finde. Dann verbringen Sie die Nacht auf dem Polizeirevier. In Ordnung. Bitte nehmen Sie Platz. Okay. Ich weiß, dass Ihre Familie etwas mit den Tempelrittern zu tun hat, aber ich weiß nicht genau was. Sie sollten lieber fragen, was meine Familie damit zu tun hatte, Senor Stoppard. Die Tempelritter haben vor Jahrhunderten aufgehört zu existieren. Und was die De Vasconcellos angeht, so wird dieser Familienname mit mir aussterben. Das tut mir leid. Kein Grund. Interessant. Okay, was immer passiert ist, es ist vor fast 700 Jahren passiert. Wenn also die Tempelritter irgendwelche Spuren hinterlassen haben, dann sind sie in Dingen zu finden, die aus dem frühen 14. Jahrhundert stammen. Offensichtlich. Also was gibt es hier, das aus dem frühen Mittelalter stammt? Frühes Mittelalter? Lassen Sie mich nachdenken. Naja, das Haus selbst ist relativ modern. Kaum 300 Jahre alt. Oh, natürlich. Die Schachfiguren. Diese Schachfiguren sind über 600 Jahre alt? Die müssen ja ein Vermögen wert sein. Allerdings. Nicht, dass ich mich von ihnen trennen würde. Natürlich. Nein, das würde ich auch nicht. Das ist die Art Erbe, die man an seine Kinder weitergibt. Wenn man Kinder hätte. Entschuldigung. Der Wert dürfte weit geringer sein, als Sie annehmen. Der Figurensatz ist nicht ganz vollständig. Eine der Figuren ist ein jüngeres Ersatzstück. Das Original ging vor langer Zeit verloren. Weiß denn niemand, wo es abgeblieben ist? Nein. Die Kinder hatten es, als sie verschleppt wurden. Kinder? Was für Kinder? Alles schön der Reihe nach, Senor Stoppard.
Oh, jetzt kommt eine traurige Geschichte. Darf ich die Schachfiguren untersuchen? Sicher. Aber bewegen Sie bitte keine davon. Okay, danke. Aus der Nähe fiel die neuere Figur auf wie ein kaputter Finger. Noch etwas anderes war komisch an den Figuren. Alle Originale hatten unregelmäßige Fußstücke. Okay. Herrin, ich muss euch warnen, da ist ein... Michi Stobbert. Sie, ich werde Sie an die Hunde verfüttern. Lopez, was habe ich Ihnen gesagt wegen dem Verfüttern von Eindringlingen an die Hunde? Aber, edle Herrin... Niemals ohne meine Erlaubnis. Senor Stoppard, wenn ich das Gefühl bekomme, dass Sie meine Zeit verschwenden, werden Sie an die Hunde verfüttert. Und jetzt möchte ich Ihnen etwas Interessantes zeigen. Folgen Sie mir. Okay, was haben wir hier? In so ein Mausoleum? Lopez, schließen Sie die Türe auf, por favor. Das ist das einzige erhaltene Gebäude auf dem Grundstück, das noch aus der Zeit der Tempelritter stammt. Nett, was ist das? Ein Sommerhaus? Ein Mausoleum, Senior Stoppard. Oh. Kommen Sie mit. Hey, Senor! Ja? Ich weiß nicht, was Sie meiner Herrin erzählt haben, damit sie Ihnen diese ganzen Gefallen tut, aber ich traue Ihnen nicht. Sie haben keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Kommen Sie nicht rein? Nein, die Toten interessieren mich nicht. Mein Garten ist etwas Lebendiges. Da können Sie mich finden. Mal schauen, was uns hier erwartet. Bestimmt kalt und kühl da drin. Mich friert's jetzt schon. Wow, das ist alt. Cool. Das Mausoleum wurde im 13. Jahrhundert als letzte Ruhestatt für die Templer der De Vasconcellos errichtet. Es ist gut gepflegt. Das hier sind meine Vorfahren. Und sie verdienen Respekt. Ich komme mindestens einmal pro Woche her, um ein Gebet für sie zu sprechen. Darf ich mich etwas umsehen? Aber natürlich. Aber nichts anfassen und nichts kaputt machen. Was haben wir hier? Oh, eine Bibel. Schauen wir erstmal hier. Als ich die Bibel entferne, sehe ich ein Muster auf der Ablagefläche des Pultes. Hey, das ist ein Schachbrett. Oh, die Figuren, die passen vielleicht da rein. Aus der Nähe kann ich ein Muster aus eingelegten Glaswürfeln sehen. Über einem Schachbrettmuster. Einige der Vierecke haben ausgefranste Löcher in der Mitte. Okay. Aus der Nähe kann ich ein Muster über einem Schachbrettmuster. Ja, einige ja, der Vierecke. Ja. Aus der Nähe kann ich nee, über einem nee, Schach. Einige nee. Der. Sie ist zu zerbrechlich, um sie zu bewegen. Okay, was haben wir denn hier? Noch ein Stecken. Und jetzt? Hier gibt es nichts zu löschen. Ich lege ihn wieder weg und fühle mich wie ein Idiot. Ach, das ist so ein Löschstab, um die Kerze zu löschen, wenn die brennen würde. Und was ist das? Das Fenster? Ich könnte da nie hochklettern, ohne irgendwas kaputt zu machen. Oder man kann das Fenster zumachen. Und jetzt? Hier gibt es nichts zu löschen. Ich lege ihn wieder weg und fühle mich wie ein Idiot. Die Kerze. Ich komme da oben nicht dran. Da liegen die Vorfahren. Ich werde doch hier nicht anfangen, Sarkophagdeckel hochzustemmen, während die Gräfin daneben steht. Du sollst doch nur schauen. Ich werde doch hier nicht anfangen, Sarkophagdeckel hochzustemmen, während die Gräfin daneben steht. Okay, wir haben uns ein bisschen umgeschaut. Fragen wir nochmal nach. Vielleicht erzählt sie uns noch was. Darf ich Sie etwas fragen? Bitte, fragen Sie. Oh. Was ist mit dem gläsernen Schachbrett? Gibt es dazu auch eine Geschichte? Gläsernes Schachbrett? Ach, das Muster auf dem Stehpult. Das dürfte reine Dekoration sein, vermute ich. Da fehlen Glasstücke. Das war schon immer so, seit ich ein Kind war. Ja, das sind vielleicht die Schachfiguren, weil die haben so ein Muster. Ist die Jungfrau Maria wirklich die Richtige, um ein Mausoleum mit 5 Rittern zu teilen? Sie beweisen nur ihre Ignoranz, Senor Stoppard. Ja. Der Templerorden war der Jungfrau Maria gewidmet. Maria, Maria. Ist aber eine riesige Kerze. Wo kriegt man denn sowas zu kaufen?
Gar nicht. Das ist ein antikes Stück. Einzigartig, soweit ich weiß. Wie alt ist sie denn? Aus dem Mittelalter, als die Mauren noch Spanien kontrollierten. Die Kerze sollte angezündet werden als Warnung für die Arbeiter auf dem Gut, wenn die Mauren angegriffen hätten. Ja, die hätten ja auch angegriffen und... Wer genau sind denn diese Leute? Meine Vorfahren. Die fünf Männer waren alle Mitglieder der Tempelritter. Fünf Vorfahren bei den Templern? Sie müssen sehr stolz auf sie sein. Nicht nur fünf. Sechs. Wo ist der sechste Ritter? Wir wissen es nicht. Einer ihrer Vorfahren ist verschollen? Das ist eine Familienangelegenheit. Das kann ja wohl nicht wichtig für sie sein. Sie ist aber verbunden mit dem Fluch der Familie der De Vasconcellos, oder? Ja, allerdings. Doch ich hoffe, Sie respektieren meinen Wunsch, nicht darüber zu reden. Okay, lassen wir das Thema erstmal. Sie kennen aber Ihre Geschichte gut. Was halten Sie von den Tempelrittern, Senior Stoppard? Die Templer? Sie scheinen nicht schlimmer gewesen zu sein als eine Menge anderer Ritterorden. Sie irren sich. Verglichen mit den intriganten Politikern der Hospitaller und den barbarischen Teutonen, waren die Tempelritter die Verkörperung der Ritterlichkeit. Dieser widerliche französische Geldraffer von König und sein männchenmachender Papst haben ein großes Unrecht begangen. Aufgrund einer Laune dieses selbstsüchtigen Tyrannen ruht auf meiner Familie ein Fluch. Das ist doch alles so lange her. Es gibt Sachen, die sterben nie. Ungerechtigkeit gehört auch dazu. Ja, aber jetzt breche ich erstmal ab. Okay, danke. Keine Ursache. Weil ich denke, das dauert zu lange, wenn wir hier weitermachen. Und das sehen wir dann im nächsten Teil. Und bis dahin, mach's gut, mach's besser. Euer Christian.